Herzlich willkommen hier vor der Stiftskirche in Stuttgart. Heute ist Karfreitag. Wir feiern jetzt hier in der Kirche miteinander Gottesdienst. Und ich lade Sie herzlich ein, mit mir hineinzugehen und mitzufeiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Heute ist Karfreitag. Heute ist Stille. Wir stehen unter dem Kreuz. Wir stehen bei Gott, aber wir stehen auch beieinander. Und deshalb feiern wir jetzt miteinander Gottesdienst. In der Württembergischen Landeskirche wird an Karfreitag normalerweise in allen Gottesdiensten das Abendmahl gefeiert. Das ist in diesem Jahr so nicht möglich. Aber wir hier in der Stiftskirche, der Stiftskirchenpfarrer Matthias Fosseler und ich, wir werden hier stellvertretend das Abendmahl feiern. Und wir laden Sie ein, teilzunehmen in diesem Gottesdienst mit Singen und Beten, Hören und Stille. Thank you.
lesen im Neuen Testament im Johannesevangelium von der Kreuzigung Jesu. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zu der Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Die Soldaten aber, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Es standen aber bei dem Kreuz seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er: Mich dürstet. Es stand aber ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihm um einen Ysop und hielten ihn dem an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist Karfreitag. Heute stehen wir auf Golgatha, dem Kreuzigungshügel außerhalb der Stadt Jerusalem. Heute stehen wir unter dem Kreuz. Heute ist Stille, noch viel mehr Stille als in den vergangenen Tagen und Wochen. Karfreitag, es ist, als ob die Welt den Atem anhalten würde. Denn was an Karfreitag geschieht, ist so unfassbar und so unglaublich, aber dabei so alles verändernd, dass es uns den Atem raubt. Denn da auf Golgatha, am Kreuz, zerbricht Gott und siegt Gott. In Jesus lebte Gott unter den Menschen. Er hatte es nicht länger ertragen, so fern von den Menschen zu sein. Social Distancing war keine Option für Gott. Gott hatte es nicht mehr ertragen, mit ansehen zu müssen, wie seine Menschen sich vor dem Tod und der Verdammnis zu Tode fürchteten. Und er hatte es auch nicht mehr ertragen, dabei zuzusehen, wie sie sich immer mehr in Schuld verstrickten. Und er hatte es nicht mehr ertragen,
zu sehen, wie sie ihn suchten und nicht finden konnten. Gott wollte zu den Menschen und es gab nur einen einzigen Weg. Er wurde Mensch. Er nahm den Namen eines Menschen an, Jesus, Sohn der Maria, aus Nazareth, einem kleinen Dorf am Rand des römischen Imperiums. Gott wird Mensch. Und er verkleidet sich nicht nur als Mensch. Oder er kommt auch nicht auf die Erde aus Neugierde, so wie es von griechischen Göttern erzählt wird. Nein, er kommt leibhaftig, wird Mensch, nicht aus Neugier, sondern aus Liebe. Er kommt aus Liebe und er stirbt aus Liebe. Gott will bei uns sein. Er will so nah bei uns sein, dass er quasi in unsere eigene Haut hineinschlüpft. Und so wird der Mensch mit Leib und Seele und erlebt, was wir alle erleben. Herzeleid und großes Glück. Er weint und lacht. Er hat Hunger und Durst. Er hat Freunde und Feinde. Und er hat Angst. Ja, er kennt Angst und Schrecken, so wie wir auch in diesen Tagen, in denen wir durch so viele Ängste gehen. So ist Gott in Jesus ganz Mensch und zugleich bleibt er ganz Gott. Gott, der den Menschen die Sünden vergibt, der sie heilt und segnet, stärkt und tröstet. Und jetzt hängt er am Kreuz. Es sind des Menschen Jesus und Gottes Hände, die von den Nägeln der Römer durchbohrt werden. Gott geht in die tiefste Tiefe. Er stirbt. Er stirbt da damals auf Golgatha, auf dem Kreuzigungshügel. Und er stirbt heute einsam in einem Bett, in einem überfüllten Krankenhaus oder in qualvoller Enge in einem Flüchtlingslager auf Lesbos. Er stirbt und er hat Angst, große Angst, so wie viele von uns. Aber weil er uns in unserer Angst nicht allein lassen will, geht Gott in die lange, dunkle Todesnacht, geht dahin, damit wir nicht allein in unsere lange, dunkle Todesnacht gehen. Gott geht den bittersten Weg, damit es keinen Menschenweg mehr geben wird, an dem Gott nicht dabei ist. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Es ist vollbracht. So stirbt Jesus, so stirbt Gott. Die Aufgabe ist vollbracht. Gott ist bis in den letzten Atemzug Mensch und er ist bis in den letzten Atemzug Gott und bis in den ersten Atemzug Gott. Es ist vollbracht. Denn da in der Tiefe, da am Kreuz, da im Zerbrechen, da ereignet sich das Wunder des neuen Lebens. Für den Evangelisten Johannes beginnt Ostern da am Kreuz. Es ist vollbracht. Da am Kreuz ist der Tod besiegt. Da am Kreuz hängen alle unsere Ängste und werden verwandelt in Trost. Da am Kreuz hängt auch unsere Schuld und wird verwandelt in Vergebung. Da am Kreuz, in der scheinbar tiefsten Ohnmacht, tritt Gottes Macht zutage. Es ist vollbracht. Es wird Ostern. Da am Kreuz. Da am Kreuz besiegt Gott Angst und Schrecken und den schlimmsten aller Feinde, den Tod. Gott hat Jesus nicht dem Tod überlassen, da nicht, am Kreuz nicht und auch an Ostern nicht. In der orthodoxen Tradition finden wir wunderbare Bilder. Da steigt ein kraftvoller Jesus aus dem Grab und er umfasst mit seiner Hand das Handgelenk Adams und Evas und zieht sie mit Schwung aus dem Grab hinaus, zieht sie zurück ins Leben. Das, was damals geschehen ist, gilt bis heute, gilt uns. Wir sind nicht allein mit unserer Angst. Wir sind uns nicht allein überlassen
auch wenn wir allein sind. Wir sind uns auch nicht dem Sterben überlassen. Ja, wir sind nicht einmal dem Coronavirus überlassen. Es wird Ostern, auch in diesem Jahr. Und vielleicht ist es für viele von uns noch nie so sehr Ostern geworden wie in diesem Jahr. Und vielleicht ist es für viele von uns auch noch nie so sehr Karfreitag gewesen wie in diesem Jahr. Wahrscheinlich spüren wir in diesem Jahr viel mehr als in anderen Jahren, was es heißt, in Ängsten zu leben, gebrochen und geschlagen zu sein. Und deshalb brauchen wir diesen Tag so sehr, damit wir wissen, Gott geht mit uns in die Tiefe. Gott lässt uns nicht allein, egal was passiert. Egal wie alleine ich bin, egal wie viele Sorgen ich mir um Menschen mache, die ich lieb habe, egal wie viel Angst ich davor habe, krank zu werden oder vielleicht sogar sterben zu müssen, Gott ist an unserer Seite. Er ist an ihrer Seite und auch an meiner Seite. Nichts kann uns von ihm trennen, keine Angst nicht, aber auch keine Schuld, denn auch die hängt da am Kreuz. Deine Sünden sind dir vergeben, heißt es am Kreuz, und es ist vollbracht. Und noch etwas ist an Karfreitag passiert, das für uns alle in diesen Tagen so ganz besonders wichtig ist. Erinnern Sie sich, was er sagt? Siehe da, deine Mutter, und siehe da, dein Sohn. Noch am Kreuz nimmt Jesus die in den Blick, die um ihn herum sind, und sagt, kümmert euch, lasst euch nicht alleine, passt aufeinander auf. Ja, auch das gilt in diesem Jahr ganz besonders. Selbst dann, wenn wir uns nicht treffen dürfen, selbst dann, wenn wir unsere Kinder und Enkel nicht sehen dürfen, selbst dann, und das finde ich persönlich am bittersten, wenn wir unsere alten Menschen in den Seniorenheimen nicht besuchen können, selbst dann gilt, kümmert euch, passt aufeinander auf, siehe da, deine Mutter, siehe da, dein Sohn. Ich habe in den vergangenen Tagen ganz viele solche Kümmergeschichten gehört und auch erlebt. Da werden Briefe geschrieben und Päckchen gepackt, Telefone laufen heiß und Kinder sitzen vorm Seniorenheim und malen mit Straßenkreide bunte Bilder und dann singen sie. Dass das geschieht in diesen Tagen, es rührt mich und es gibt mir Hoffnung, selbst heute an Karfreitag. Aber es bleibt nicht Karfreitag, es wird Ostern. Amen. Wir feiern nun miteinander das heilige Abendmahl. Jesus Christus selbst lädt uns ein. In Brot und Wein ist er gegenwärtig. Bevor wir Brot und Wein teilen und das Abendmahl feiern, wollen wir Gott bekennen, dass wir schuldig geworden sind und seine Gnade brauchen. Wir beten, allmächtiger und barmherziger Gott, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und dennoch lässt du uns nicht fallen. Vergib, was zwischen uns und dir steht. Vergib,
wo wir Unrecht getan haben. Herr, erbarme dich. In der Stille sagen wir Gott, was wir nur ihm sagen können und wollen. Freut euch, der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Er vergibt euch eure Schuld. Was gewesen ist, muss euch nicht mehr belasten. Lebt als freie und begnadete Menschen. Amen. Und nun hört auf die Worte der Einsetzung des Heiligen Abendmahls. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward und mit den Seinen zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's, gab's ihnen und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Amen. Nimm und iss vom Brot des Lebens. Amen. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt. Erbarm dich unser. Nimm und trink vom Kelch des Heils. Amen. Christe, du Lamm Gottes, dir du trägst die Sünd der Welt. Erbarm dich unser. So spricht Gott der Herr. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Geh hin im Frieden des Herrn. Amen. Wir wollen Gott für seine Gabe danken und beten. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt. Und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass wir Gäste an deinem Tisch waren. Aber wir haben auch Bitten, die wir dir sagen möchten. Wir bitten für die Hungernden und die Heimatlosen. Wir bitten für die Menschen auf der Flucht und in den Lagern, für die Opfer von Gewalt, Folter und Krieg. Wir bitten dich für die Mächtigen dieser Welt, mach sie weise. Wir bitten dich für all die, die in diesen Tagen so ganz besonders viel leisten, um uns zu helfen. Erhalte ihnen ihre Kraft. Wir bitten für die Alten, Kranken und Sterbenden, sei ihnen nah. Wir bitten für die, die wir lieben, egal wo sie sind. Und wir bitten auch für die, mit denen wir es manchmal schwer haben. Öffne unser Herz für sie. Wir bitten dich für uns alle. Begleite uns in die nächste Woche. Stärke und bewahre uns. Und als deine Töchter und Söhne beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich habe Ihnen in der Predigt von den Kümmergeschichten erzählt, von den Menschen, die sich kümmern. Wenn Sie sich auch kümmern wollen, und zwar auch um Menschen, die wir oft nicht sehen, dann weise ich Sie sehr gerne auf unsere landeskirchliche Spendenaktion immer an Karfreitag hin. Hoffnung für Osteuropa. Mit dem Geld, das Sie uns geben, unterstützen wir unsere Partnerkirchen im Osten Europas. Den Menschen dort geht es sehr viel schlechter als uns. Nun wünsche ich Ihnen noch einen guten Karfreitag. Bleiben Sie behütet und getrost. Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.